Die Raiffeisenzwerge sind eine betriebliche Kindertagespflege, das heißt, hier arbeiten Tagesmütter und die betreuen Kinder unter 3 Jahren. Die Idee ist entstanden in Lockdown-Zeiten, wo ich mir gedacht habe, das kann ja eigentlich nicht sein, dass die Eltern zu Hause ihre Kinder betreuen müssen und parallel arbeiten müssen. Das funktioniert einfach nicht. Wir haben uns für die Raiffeisenzwerge entschieden, weil wir hinter dem Gesamtkonzept stehen. Es vereinbart einfach Beruf und Familie. In der Zeit, in der ich nicht quasi die Kinder bringen kann, bringt die meine Frau hierher. Ansonsten bin ich 3-mal die Woche im Büro und habe dann natürlich direkt den Arbeitsplatz vor der Haustür. Das heißt, wir bringen die Kinder hier hin, hole sie direkt nach dem Arbeiten ab und bin auch direkt vor Ort, falls irgendwas ist. Wir haben 3 Gruppenräume für die 3 zukünftig 3 Tagesmütter, sodass jede Tagesmutter einen eigenen Raum hat für ihre maximal 5 Kinder. Dann haben wir aber natürlich auch noch schöne Gemeinschaftsräume, einen großen Flur, wo die Kinder mit Bobbycars rumflitzen können. Wir haben ein ganz tolles Bällebad, einen riesen Bewegungsraum. Wir bringen die Kinder morgens so zwischen 8 und 8.15 Uhr hier zu den Raiffeisenzwergen und holen sie im Regelfall so um 3:15, 3:30. Also sie sind schon den ganzen Tag, sage ich mal, hier. Jede Tagesmutter hat ihren eigenen Raum, sodass sie sich auch zurückziehen können. Hier schlafen die Kinder auch, die haben einen abgegrenzten Schlafbereich, sodass sie da auch wirklich zur Ruhe finden können. Das ist ja bei den Kleinkindern ganz wichtig. Auf die Raiffeisenzwerge bin ich aufmerksam geworden durch einen Intranet-Artikel bei RNV intern also und habe dann direkt Kontakt aufgenommen. Und dann hatten wir tatsächlich das Glück, dass wir einen Platz bekommen haben im Mai. Die Kinder sind glücklich und die Eltern sind glücklich. Also alles eine Win-Win-Win-Situation.